Neulichen Aventurien, ein DSA-Fan-Podcast von und mit Juli Karls, MLB-Rookie, B-Boying, Mishka-RPG und der Koali. Folge 3: Immersion. Heute mit Juli Karls, Mishka-RPG, der Koali und als spezieller Gast Marot. Viel Spaß beim Zuhören. Huhu, hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde. Neulichen Aventurien, unser schöner Podcast zu allem, was uns so rund um Aventurien im Pen-and-Paper-Rollenspiel so begeistert oder auch nicht begeistert. Wir sprechen heute über den Heiligen Gral, so möchte ich es jetzt mal nennen, der Rollenspiel- oder der Spielleiter-Szene. Nämlich wir sprechen heute über den Begriff Immersion. Und falls euch das nichts sagt, was Immersion ist, vielleicht seid ihr nach diesem Podcast ein bisschen schlauer. Und wir wollen heute versuchen, Spielleiter und Spielerebene ein bisschen zu füttern mit diesem Begriff und alles, was sich so in seiner Umgebung aufhält. Heute mit dabei, neben meiner Persönlichkeit, weil der Esel sich immer selbst zuerst nennt, ist außerdem der Mishka. Hallo. Und die Juli Karls. Hallo. Ja, die kennt ihr vielleicht auch von diesem Podcast. Also, aber wir haben heute auch einen Gast dabei. Ne, jemand, der hier in die Tür reingeplatzt ist und gesagt, ich werde was sagen über Immersion. Wir haben heute den guten Marot dabei. Hallo. Wir haben ihn deswegen eingeladen, dabei zu sein, weil er sich auf die Fahne geschrieben hat, ja, immersive Rollenspiele auch selbst zu kreieren und unterwegs ist in der Rollenspielszene mit dem Anspruch, das Fähnchen der Immersion hochzuhalten und Werbung zu machen, dass das eine ganz tolle Art ist zu spielen. Ja. Und wir wollen heute ein bisschen beginnen, damit erstmal zu klären, was denn der Begriff Immersion bedeutet. Denn ich glaube, für viele, wenn sie miteinander reden im Rollenspiel, im Pen-and-Paper-Bereich oder im DSA-Bereich, ist Immersion vielleicht was Unterschiedliches. Da kurz eine Bitte für die Leute, die ganz neu dabei sind beim Thema Rollenspiel und das Thema Immersion noch gar nicht kennen. Also nicht im Rollenspiel, sondern wissen gar nicht, was Immersion ist. Ganz kurz den Begriff erklären. Wiki eigentlich lateinisch Immersio, eintauchen, und geht ursprünglich aus, dass physikalisch ein Objekt in Wasser eintaucht und damit können wir auch schon hänger bleiben, also eintauchen in was auch immer ihr erlebt, in den Spiel, Film, im Rollenspiel natürlich da in die Geschichte, die ihr erzählt bekommt oder erzählt, je nachdem von welcher Seite des Spiegels man schaut. Ja, Wikipedia, das ist die offizielle Regelung. Für mich bedeutet Immersion, und das steht für mich tatsächlich sehr weit oben und macht das Pen and Paper sehr viel für mich aus. Das, was bei mir sowohl als Spielleiter, auch als Spieler im Kopf entsteht, die Geschichte, die Vorstellungskraft, das, was sich abspielt, was gemeinsam mit der Gruppe entsteht, was durchaus zu Gänsehautmomenten fühlen kann. Ein Eintauchen aus der realen Welt in Aventurien tatsächlich da rein und das Hineinversetzen eben in die Rolle, ob als Spielercharakter oder Nichtspielercharakter und in Verbindung mit den Gefühlen, die dabei eben entstehen. Mhm. Das ist für mich Immersion, ja. Ja, okay. Und Mishka? Hast du da eine andere Idee zu? Oder deckt sich jetzt wird es natürlich schwierig. Das wurde ja schon sehr träumerisch, sag ich mal, gesagt. Ist einfach, ja klar, das Grundprinzip. Ich würde sagen, Immersion ist für mich die Abwesenheit von Nöten und Süchten. Also wenn du Raucher bist oder wenn du sonst irgendeine Sache, die dich öfter mal greift, nachgehst und auf einmal total die Zeit vergisst, auf die Uhr guckst und merkst, wow, Zeit X rum, normalerweise hätte ich schon 3 Zigaretten geraucht oder 4 Snickers gegessen oder was auch immer, 12 Tassen Kaffee getrunken und ich war jetzt aber so da drin in dem, was wir gerade getan haben, dass mich diese Sucht überhaupt nicht begriffen hat. Und das ist für mich Rollenspiel, wenn man eine Session anfängt und denkt, wann wollen wir eine Biopause? Wow, wir sind ja fast fertig, ohne Pause, was war los? Und ja, das ist für mich Immersion.
Ja. Aber von der Baseline eigentlich das Gleiche, was Juli gesagt hat, nur von einem anderen Blickwinkel. Ja, das ist spannend. Ich kann da sehr viel wiederfinden in meiner eigenen Vorstellung. Der Wikipedia-Artikel hat es für mich ja auch gut umrissen mit dem Eintauchen in eine Spielwelt, in unserem Hobby, alles drumherum ein bisschen vergessen können und völlig die verkörperte Rolle halt sein, verkörpern und alle positiven und negativen Ereignisse an sich ranlassen und damit arbeiten und erfahren. Das ist für mich Immersion. Aber jetzt kommt der Experte und sagt, er ist ganz anders. Absolut nicht. Also es ist so sehe ich das auch. Also letztlich dieser Wikipedia-Artikel, auf den wir uns da berufen, der bezieht sich ja auch, das ist ganz spannend, die Immersion in Medien hat irgendwie der erste Gedanke, der dazu kam, war beim Film, logischerweise. Und dann bei der virtuellen Realität, Querstrich bei den Computerspielen. Und alles, was man jetzt so über, also wissenschaftlich in Anführungsstrichen, über Immersion im Rollenspiel sagt, basiert quasi auf die Überlegungen, die Leute hatten zu Immersion im Computerspiel. Und da sind wir natürlich bei dem Eintauchen und was ich da höchstens ergänzen könnte, also Eintauchen in die Rolle, Eintauchen in die Welt und so weiter, dass es eben genau das gibt, mehrere Ebenen. Also es gibt nicht eine Immersion, sondern verschiedene Formen von Immersion und verschiedene Ansatzpunkte von Immersion. Also ja, aber jetzt mache ich erstmal Stopp. Ja, und vielleicht kann man auch so ein bisschen ergänzend sagen, wenn wir jetzt hier irgendwie Dinge ansprechen oder so und ihr sitzt jetzt zu Hause als Rollenspielerin und sagt irgendwie, oh Gott, ich habe das in meiner Runde nicht. Bin ich jetzt schlecht? Nein, nein, auf keinen Fall. ne, also wenn euch das Rollenspiel da draußen Spaß macht und ihr irgendwie jetzt bestimmte Dinge nicht tut, die wir jetzt als total toll hier feiern oder so, dann ist das überhaupt nicht schlimm irgendwie. Euer Spaß ist immer das Wichtigste. Ne? Gibt da kein richtig und kein falsch. Das, was euch Spaß macht, ist das Gute. Man kann andere Sachen probieren, das ist dann erstmal anders. Ob das dann noch besser für euch ist, das könnt ihr für euch entscheiden, indem ihr es ausprobiert und auch für euch adaptiert. Denn Leitstile, Immersionsstile, was auch immer, von einem anderen 1:1 kopieren, wird euch nie so viel Spaß machen, wie wenn ihr eure eigenen Sachen findet. Aber ich wollte jetzt eigentlich sofort auf einen Punkt vom Marot reagieren, dass es eigentlich das Thema Immersion aus Videospielen und Filmen kommt. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal so ging. Es gibt so ein paar Filme, ob die jetzt gut sind oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wenn man da im Kino saß und der Film geht dann aus, hat man so ein bisschen das Gefühl, wie in die echte Welt zurückkommen, weil einen die Geschichte so extrem mitgerissen hat. Und ich bin nicht der einzige Ja. Spieler, dem das so geht. Ich sehe Köpfe nicken. Doch, doch, Nur absolut. Juli denkt sich, was? Was, wo ich das aber noch nie hatte. Abgesehen jetzt vielleicht von Jumpscare-Momenten, war im Computerspiel. Da ist immer die Metaebene mit dabei, immer ich brauche das nächste Item, ich brauche das nächste Level-Up, was für eine Taktik für den Gegner zu besiegen. Da ist bei mir die Immersionstiefe, oder ich kenne aktuelle Spiele nicht, da bin ich auch ehrlich, bei 10 Jahren bin ich nicht mehr aktuell im Spielemarkt. Früher ging das bei mir nicht so, dass ich so tief reinkam, dass ich, klar ist die Zeit gelaufen, weil man hatte halt zu tun. Aber man war nicht so tief in dem, also dieses Verlassen der Wirklichkeit, das beim Rollenspiel bei mir extrem oft vorkommt und bei einem Film, der mich wirklich catcht, ab und zu. Wie seht ihr das? Ja, also ich weiß nicht. Also ich glaube, es gibt schon Computerspiele, wo ich diesen Aufkleber draufkleben würde, mit dem, dass mich das irgendwie schon aus der Welt rausgerissen hat. Also kommt immer ein bisschen drauf an. Also es gibt halt ein paar, also ich will jetzt keine Namen nennen, weil es ist irgendwie blöd. Aber ich glaube, es gibt auch Computerspiele, die das schon sehr gut hinbekommen. Aber ich glaube, da kann man ganz gut ansetzen von dem, was der Marot eben auch noch gesagt hat, dass es halt verschiedene Ebenen gibt. Und je nachdem, auf welcher Ebene man sich jetzt für sich selbst halt das Immersionslevel irgendwie ansetzt, da reicht halt vielleicht auch schon eine ganz leichte Immersion oder die erste, ich weiß nicht, vielleicht sagst du ja gleich nochmal was zu den Ebenen. Aber ich stelle es mir gerade irgendwie wie so eine Leiter vor. Und vielleicht reichen auch schon die ersten zwei Stufen für bestimmte Menschen und die sagen dann, boah, das war total immersiv. So, ne? Und andere Leute sagen dann vielleicht, okay, wenn ich auf den ersten zwei bin, dann will ich auch die nächsten zwei und dann sehe ich, oh, die Leiter hat 10 Stufen, dann will ich aber ganz nach oben, ne? Und
Ja, und sonst sind sie nicht zufrieden. Aber da ist jeder wahrscheinlich anders, ne? Wie bist du da, Juli? Also, was mir die ganze Zeit schon durch den Kopf geht, Film, Computerspiel, ja, was ich sehr intensiv auch mal eine Zeit lang hatte, war es in Büchern oder Büchereien. Ja. Schrägstrich Hörbuch, Hörspiel, wo man als Zuhörer einfach komplett abtaucht, wegsuchtet in dem Moment, sage ich mal, und dann plötzlich so feststellt, jetzt bin ich hier raus aus der Welt und wehe, es ist zu Ende, die Serie, also das Buch oder ähnliches. Dann hatte ich sehr stark immer danach immer so ein Gefühl von Verlorenheit in dem Moment, bei wirklich guten Sachen. Mir kommt da sofort dieses Bild von die unendliche Geschichte in den Kopf, ne? Wo Bastian halt in dem Buch liest und sich halt wirklich in der Geschichte verliert und dann halt auch daran teilnimmt und ja, also könnte man vielleicht so sagen. Ja, ich würde gerne mal nochmal unterscheiden zwischen Stufen und Formen. Also die Begriffe habe ich jetzt aus dem Englischen für mich ins Deutsche genommen, aber also Stufen von Immersion, da kann man sagen, da gibt es auch Leute, die vertreten, dass es verschiedene quasi Stufen der Immersion gibt. Also schwächer, mehr bis ganz stark. Ja? Und im Englischen könnte man da unterscheiden zwischen Engagement, also der Beschäftigung mit dem Spiel, Engrossment, dem Eintauchen in das Spielgeschehen und Total Immersion. Und das ist ja das, was eben auch schon angesprochen wurde, diese Total Immersion, dieses totale Eintauchen, sich total verlieren. Und wir hatten ja eben schon, ja, wenn ihr zu Hause jetzt denkt, ja, bei uns ist es aber nicht so intensiv, ihr habt garantiert Immersion bei euch im Spiel. Die ist nämlich, es geht gar nicht ohne. Es ist dann vielleicht einfach nur eine Beschäftigung mit dem Spiel. Ja, es ist, je nachdem, welche Stufe der Immersion man anstrebt oder auch erreicht. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Und da gibt es keine Wertung aus meiner Sicht jetzt. What floats your boat? Ja, also das, was dir eben gefällt. Ja, und da, wo du dich wohlfühlst. Nicht jeder will 3 Stunden lang total in der Geschichte sein und vergessen, dass er eigentlich auf die Toilette muss. Ja. Könnte auch schlimm werden. Ja. Also das sind Der Hintergrund von Immersion ist ja ein wesentlicher Teil, wie wir als Menschen oder zumindest unser Gehirn, unser Gedächtnis überhaupt funktioniert. Also der alte Trick, den kennt jeder, denk mal nicht an einen rosa Elefanten. Klappt nicht, ihr habt alle sofort einen rosa Elefanten im Kopf. Das heißt, die Immersion tritt sofort ein. Das heißt, selbst wenn du jetzt in der berühmten Power-Gamer-Runde bist und die sagen, hier kommen 100 Orks, wir bauen die Balliste auf. Bam, jeder hat ein Bild von dieser Meute Orks im Kopf, wie detailliert das ist, hat er erstmal dahingestellt, aber jeder hat auch ein Bild von der Ballista im Kopf. Das heißt, Immersion triggert sofort, wie tief man dann reingeht. Genau, das ist der Unterschied. Ja, es sei denn, jemand sitzt bei dir am Tisch und sagt, was ist eine Ballista? Dann muss er noch mal in die Rollenspielgrundschule beim Koali. Aber das ist ein total wichtiger Hinweis, ne? Weil ich glaube, da kommen wir gleich, wenn wir dann noch mehr über DSA sprechen, dazu, dass Immersion abhängig ist von Bedingungen. Und könnte ich jetzt noch kurz sagen, weil ich eben gesagt habe, es gibt Stufen und es gibt noch was anderes, Formen. Es gibt verschiedene Formen von Immersion, die alle zusammen passieren können, aber auch jeweils einzeln. Ich kann sie mal kurz, ganz kurz nennen, nur dass wir mal die Theorie so knapp auf dem Teller haben. Immersion into activity, aus dem Englischen, also durch die Aktivität. Immersion into game, durch die Aufgaben, also durch die Queste im Prinzip. Immersion into environment, durch die Umgebung, und da kommen wir dann zur Balliste gleich. Immersion durch narrative, also durch die Erzählung, also ist ja logisch, also durch die Geschichte selbst kann Immersion erzeugt werden. Immersion into character, das ist dieses klassische, ich fühle mich in meinen Charakter rein. Und Immersion into Community, die Interaktion mit anderen Spielern und Spielerinnen. Und das alles zusammen oder einzeln kann Immersion erzeugen. Ja, spannend. Und dann halt irgendwie auch auf verschiedenen Leveln, wie du ja gerade Absolut. gesagt hast, ne? Das heißt, wenn man im theoretischen Bereich ist, könnte man ja schon fast unterscheiden, die Immersion, die man nach außen erzeugt und die Immersion, die bei einem selbst erzeugt wird oder man sich selbst erzeugt, ne? Das Also ist immer spannend, ja. wahrscheinlich so Außen- und Innenwirkung auch von Immersion. Absolut. Und zwar nicht nur vom Spielleiter, ne, sondern von jedem Einzelnen am Tisch.
Ich würde ganz gerne jetzt mal auch mal, um auch mal auf den Anfang nochmal zurückzuschwenken. Ist denn Immersion jetzt wirklich der heilige Gral des Pen-and-Paper-Rollenspiels? Oder also ist das etwas, was jede Gruppe anstreben möchte? Weil Marot sagte gerade, wenn ihr da draußen spielt und ihr sagt irgendwie, ich habe davon nichts, doch, ihr habt das. Also ich habe gerade rausgehört, es geht nicht ohne. Ist es wirklich Ziel unseres Hobbys, das zu erzeugen? Oder gibt es halt auch Rollenspiel, wo das auf einem, ja, ich sag mal, auf Sparflamme läuft? Durch die grundlegende Frage, mit welcher Motivation gehst du an deine Rollenspielrunde dran? Also ich gebe einfach mal eine Baseline raus. Die Motivation oder das Grundziel von jedem Spieler ist, Spaß zu haben. Sollte dir irgendwas geben, weil Menschen sind so, wenn ich keinen Spaß bei dem habe, was ich tue, mache ich es nicht lange. Es sei denn, ich habe irgendwelche Triebe, die mich dazu führen, das zu tun, was mir keinen Spaß macht. Also eine andere Art von Motivation. Und die Baseline immer an Immersion kommt ja sehr schnell auf, habe ich zumindest eben theoretisiert, da lasse ich mich gerne anders überzeugen. Jetzt mit diesen Formen zusammengesehen, durch Bewegungsabläufe, wenn man das jetzt, und motorische Handlung, das heißt die Immersion to Activity, das heißt das, was ja dann von diesen, ich nenne es jetzt mal Cineasten oder Immersiv-Rollenspieler immer so ein bisschen belächelt wird, dieses Power-Gaming und Würfelgemächtigen, ist genauso Immersion, denn es ist Immersion into Activity. Die Leute fühlen sich immersiv drin, wenn sie den ganzen Abend Würfel werfen, natürlich dann am besten noch dabei gewinnen, aber es ist Immersion. Das heißt, das finde ich persönlich sehr lustig, weil die Immersions-Community, die immer so ein bisschen die anderen beäugt und sagt, ah, die mit ihrem Würfelgemächer, das ist genau das Gleiche, ist nur eine andere Stufe. Ja, oder eine andere Absolut. Form. Also ist es eine andere Stufe oder ist ja, es eine andere Form? Ja, andere Form, ja. Ja, aus keiner Stufe ist eine Form. Ja, also mir drängt sich da sofort die Frage irgendwie auch auf, für wen ist denn jetzt was am besten? Also vielleicht kann der Marot nochmal ganz, ganz langsam nochmal einzeln die Formen und Stufen nochmal irgendwie sagen, weil wir haben jetzt ja hier nur einen Podcast und haben halt keine Einblendung oder so, deswegen ist Wiederholen, glaube ich, ganz gut von Begrifflichkeiten. Vielleicht stellst du noch mal irgendwie einen raus und dann gucken wir mal, für wen ist diese Form oder diese Stufe vielleicht geeignet oder für welche Art von Herangehensweise. Und vielleicht auch sogar sofort so mit so einem kleinen Twist drinnen dran, wie kriege ich das hin, um das zu bedienen, dieses Element. Okay, ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich hier jetzt keinen halbstündigen Monolog halte. Also, ich kann noch mal, ich habe die jetzt eben sehr bewusst sehr schnell, um hier nicht zu viel Raum einzunehmen, aber ich kann gerne noch mal ein bisschen auseinandernehmen das, aber ich mache dann immer einen Stopp, würde ich sagen, und dann reden wir drüber. Ich unterbreche dich schon, wenn ich... alles klar, gut. Also, was ich erst noch sagen wollte, weil ja die Frage aufkam, für überhaupt sollte man Immersion und so, ich habe da noch mal eine gewisse Form von immersiven Spiel, dafür muss man sich entscheiden, ja, das muss man wollen. Aber gleichzeitig ist Immersion in jedem Spiel automatisch drin, wie Mischka ja eben so schön gesagt haben, selbst das Würfeln ist Immersion. Und da wären wir jetzt eben bei Immersion into Activity, das kommt natürlich erstmal aus dem Computerspiel. Ich habe meinen Controller in der Hand und diese Controller-Bewegungen erzeugen in mir was. Ja? Und das haben wir auch wunderbar beim Lab. Ganz extrem. Natürlich haben wir das auch im Lab, Live-Action-Role-Playing. Ja, das kennen bestimmt viele Leute auch. Also ich verkleide mich und spiele eine Figur in der realen Welt, aber wir denken uns zusammen, dass die reale Welt etwas anderes ist. Ja? Und da habe ich natürlich auch durch Bewegung, durch Handlung eine starke Immersion mit dem, was ich gerade tue. Und das ist beim Computerspiel auch. Und da sehr wohl, dass diese Autoren dieser Theorie, die ich hier gerade vorstelle, argumentieren das auch, dass das Würfeln, wie Mischka das auch sagt, tatsächlich auch sowas ist. Also das Würfeln kann dich auch in so eine Immersionsding reinfühlen. Und ja, wer wäre dafür geeignet? Also wer hat da Lust drauf? Das können wahrscheinlich die DSA-Experten besser beantworten. Wenn man sich in der Rollenspiel-Immersion und der Geschichte bewegen möchte, ist eine Würfelorgie, wie man sie in DSA durchaus auch gut veranstalten kann, für mich steht sie entgegen der Immersion tatsächlich. Also mich holt sie raus ins Hier und Jetzt, ins Würfeln, ins Zahlen, in
Statistiken, wo auch immer, wo für mich dann tatsächlich nicht mehr in dem Moment, nehmen wir mal einen Kampf, nicht mehr das Schwingen des Schwertes oder wie die Klingen aufeinander prallen im Vordergrund steht, sondern ja, wer hat denn jetzt wem das Schwert an den Kopf gehauen? Hat der pariert oder nicht pariert? Also da ist für mich schon weniger Vorstellung plötzlich mehr im Kopf, wenn ich nur die Würfel beachte, ohne, ich sag mal, so eine Geschichte im Kopf zu haben. Das heißt, also ich persönlich bin kein Freund von Riesenwürfelorgien. Ich bin ein Freund, ich sag zwar, Würfel für mich gehören für mich bei Pen Paper und oder im speziellen DSA dazu, weil das dieser Simulationsaspekt ist. Aber um die Immersion aufrechtzuerhalten, gehört für mich eine erzählerische Geschichte drumherum. Das heißt, was bedeutet mein Wurf eigentlich? Oder mein Patzer oder mein Crit. Ja, ich habe jetzt gekrittet. Gut, so könnte ich jetzt natürlich in Zahlen ausdrücken, damit wäre es vorbei. Habe ich jetzt irgendwie, ja, mein Charakter ist tot. Kann ich aber auch, also ich kann die Würfel auch im Hintergrund würfeln und das Ganze lieber, also für mich erzählerisch abhandeln, einfach in dem Moment. Für mich wäre es eine Immersion in DSA, wie ich sie erzeuge. Ich würfel und dann erzähle ich zum Beispiel auf Sinnesschärfe, erzähle ich so, oh, ich bin sehr aufmerksam und erblicke im Hintergrund etwas Bestimmtes. Sprich, ich drücke die Zahlen in Worten aus. Ja, dann kann ich direkt mal ein bisschen einhaken, weil da fällt mir irgendwie was auf, was ich in einem anderen Podcast letztes Mal von mir gegeben habe, als ich eingeladen war zu DSA. Da haben mich alle ganz erstaunt angeguckt, wie ich denn auf diese abstruse Idee kommen würde. Und zwar fällt mir da zuerst ein, das 3W20-System in DSA, was ja so viel auch gescholten wird in der Pen-and-Paper-Community, ja. Völlig kompliziert und das reißt mich immer raus und ich muss viel zu viel überlegen und so weiter. Und ich habe die Überlegung gemacht, dass wenn man eine Talentprobe würfelt, man ja auch diese drei Talentwerte hat und dann bei dem erzählerischen Outcome der Talentprobe halt auch sagen kann, woran es denn gescheitert ist oder woran es eben in dem Augenblick halt nicht gescheitert ist. Also was ist mir besonders, also wenn man die klassische Kletterprobe nimmt, irgendwie wenn ich da Körperkraft irgendwie nicht habe oder so, dann kann ich das besser beschreiben, dass es halt an der Körperkraft gemangelt hat, anstatt irgendwie an Geschicklichkeit oder so. Ne? Und ich glaube, da hat DSA so einen Punkt getroffen, wo der Simulationsaspekt irgendwie was in der Erzählung reizen kann. So, was ihr ja gerade gesagt habt, so dieses Erzählen, was es bedeutet, wenn ich das würfle. Ne? Und das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal von das schwarze Auge, was mir irgendwie eine D&D-Würfelprobe nicht in dieser Tiefe bietet. Ne? Also man könnte es als Vorlage nehmen, zu sagen, okay, ich habe jetzt auf, keine Ahnung, beim Buchblättern auf Gewandtheit, Intuition und Fingerfertigkeit habe ich gebotscht, ich zerreiße das Buch, anstatt bei Klugheit gebotscht, ich finde die Seite nicht, ich habe vergessen, auch was ich gesucht habe, kann man als Aufhänger nehmen, die Idee kam mir noch nie, finde ich super. Das ist der Nächste, der mich komisch anguckt bei der Idee. Ich finde es nicht komisch, ich finde das gut. Es ist eine Hilfestellung für den Spieler, der es jetzt tiefer erklären möchte oder ausschmücken möchte. Genau, es ist auch eine Ideengebung eigentlich in dem Moment. Wenn ich jetzt nicht weiß, ja, jetzt habe ich das nicht bestanden oder ich habe bestanden. Und dann muss manchmal ja auch nicht die Zahlen ganz genau nehmen. Oftmals, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat in DSA, ist ein Abschätzen ganz schnell drin. Ne, und dann weiß ich, woran es gescheitert ist oder woran ich besonders gut drin war. Wenn ich irgendwo eine 1 drin habe und das war jetzt gerade Körperkraft, dann kann ich sagen, ja, mit meinen muskulösen Armen beim Klettern greife ich und ziehe mich an den Armen hoch und bestehe somit. Ungeschickt baumeln die Beine vielleicht herum, aber die Kraft reicht eben aus, um das Ganze nach vorn zu bringen. Das ist halt auch eine Idee, um das auszudrücken. Ne? Genau, und schon wären wir in einem beschriebenen Szenario, anstatt in einem, ich habe meine Kletterprobe geschafft. Ne? Ja, das kommt aber drauf an, wenn du jetzt wieder bei dem Modell der Formel bleibst, weil wir auf 4 into Narrative, into Character, into Community
ich helfe dem anderen, sich festzuhalten, dass wir diese Art von Immersion bespielen wollen und nicht halt die Immersion der Bewegung, wobei mir eben eine gute Idee gekommen ist. Das ist so, glaube ich, eine Bewegung, die jeder kennt, irgendwie aus wahrscheinlich aus der Comic-Szene oder so, auf zum, ich würde jetzt Batmobil sagen, aber dieser Finger nach oben bewegend und jeder hat sofort verstanden, wir wollen losgehen. Das muss ja dann Immersion into Activity sein. Also nur diese Fingerbewegung löst Drang bei den Mitspielern aus, sich irgendwo hin zu bewegen oder irgendeine Art von Not zu entstehen zu lassen. Finde ich total spannend, das Thema. Was ihr jetzt da draußen an den als Zuhörer nicht sehen könnt, ist, wie der Marot hier anfängt zu grinsen, während wir erzählen und die ganze Zeit mit dem Kopf anfängt zu nicken. Ich glaube, du hast irgendwas bei uns entdeckt, gerade in unseren Schilderungen, oder? Ja, weil wir ja immer noch bei Immersion into Activity sind und eben bei Mischka und aber auch bei Julika war es so, dass in dieser Szene mit dem Klettern, da hat leider niemand gesehen, dass sie sich hochgezogen hat am Baum. Ja, also wirklich mit ihren Händen sichtbar hochgezogen hat am Baum. Das ist Immersion into Activity, das ist genau das, um was es geht. Also durch unsere Bewegung verstärken wir die Glaubwürdigkeit unserer Handlung für uns selber erstmal, aber, wie Mischka jetzt ja schon auch hingewiesen hat, auch für die anderen, indem ich diesen Finger, den zeige ich übrigens gerade hoch zeige, zeige ich den anderen an, wohin es geht. Also was, was übrigens so eine kleine Schwäche des Online-Rollenspiels ist, weil man das dann ohne Video dann nicht so sieht. Ja. Bedeutet das dann, dass Immersion eine Äquivalenzrelation ist? Also beide Seiten gleich funktionieren, wenn sich bei mir im Kopf das Bild des Kletterns durch Immersion oder entsteht, zwingt mich meine eigene Immersion, diese Kletterbewegung zu machen? Weil das wäre für mich ein automatischer Drang, aber auch wirklich nur beim Rollenspiel. Wenn ich jetzt Nachbarn erzähle, ich bin gestern auf dem Baum geklettert, würde ich nicht so machen und diese Kletterbewegung vorführen. Ja, weil du vielleicht in dieser Welt bist mit einem Teil von dir. Ja, spannend. Ja. Ich glaube, es geht auch, wenn man die Beschreibung, man muss sie stärker machen, die Beschreibung. Also nicht nur schreiben, ich kletter darüber, sondern dann das Klettern wirklich in der Tiefe ein bisschen Detail ausschmücken. Ne? Wie sieht das denn genau aus? So, damit sich im Kopf von Mischka, der eben irgendwie dieses Ding hat, dann sofort bildet, okay, wie klettert der Koali denn jetzt über eine Mauer, der dicke, fette Sack? Ja? Das macht dann Immersion into Narrative. Ne? Und schon habe ich halt ein Element dazu gefügt. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie, ihr könnt uns ja alle nicht sehen, aber jetzt habt ihr alle dieses Bild im Kopf von dem dicken Koala, der über die Mauer klettert. Ne? Und das ist halt dieses Extra-Ding. Ne? Vorher hättet ihr vielleicht gesagt, okay, da klettert halt der Charakter irgendwie drüber. Und ihr habt Legolas vor Augen vielleicht, der da halb rüber hüpft, ne? Und der dicke Koala klettert halt anders über eine Mauer. Ne? Er wuchtet zunächst ein Bein auf die Mauer, schnaufend zieht er sich an den Armen hoch und wuchtet dann das zweite Bein hinüber. Oder so ähnlich, ne? Dankeschön. Das habe ich jetzt auch verstanden. Schönes Beispiel für Immersion into Character, muss ich ehrlich sagen. Schön. Also ich mag die Liste. Aber ja, gut, dann gehen wir einen weiter. Marot, hast du noch irgendwie was, wo wir nochmal einhaken können für uns? Zu den Formen weiter oder wollen wir von denen mal weg? Ich lasse die mal offen. Also es gibt tausend Sachen, ne? Also, aber ich glaube, wir können mal kurz, also, weil jetzt kommen nämlich zwei Formen, die für DSA besonders bedeutsam sind. Ja, also spannend. Wir haben zum einen Immersion into Game und Immersion into Environment. Und bei Immersion into Game, da handelt es sich darum, dass man, und das ist so ein bisschen so eine Sache, wie viel Immersion tut das dann wirklich und wie viel schadet es? Da können wir jetzt, glaube ich, intensiv darüber reden, wenn wir wollen. Nämlich, da geht es darum, dass man durch die Beschäftigung mit dem Spiel selbst, mit den Regeln und den Mechaniken. Also im Computerspiel wären es ja vor allem die Mechaniken, Physik und diese ganzen Sachen oder wie, also was ist in dieser Welt halt, wie steuere ich und so, und in, oder was gibt's für, ja,
Und im Rollenspiel sind es natürlich die Spielregeln. Und im Computerspiel, da kann man schon sagen, dass diese Immersion into Game, also die Physik des Spiels, und dann da gibt es dann, was weiß ich, irgendwie Trefferzonen, wenn es da so ein Schießerspiel ist oder Dinge können kaputt gehen und so, dass das sehr stark Immersion fördern kann. Aber es ist die Frage, kann Immersion into Game im Rollenspiel auch Immersion fördern? Also die starke Beschäftigung mit den Regeln während des Spiels. In DSA trifft es ja tatsächlich. Also das Regelwerk ist ja immer mehr, immer weiter angewachsen, immer dicker geworden, immer mehr Möglichkeiten und Simulationen, die man in DSA hat, immer kleinere Ausarbeitungen und immer ja kleinere, sage ich mal, Momente, die regeltechnisch beschrieben werden in DSA. Also wenn ich an die Bände denke, die immer stärker und immer mehr alles erweitern und ich Regeln fürs Pupsen sozusagen bald habe, habe ich jetzt mal übertrieben gesagt, ne? Ich glaube, das kommt auf die Handhabung drauf an, was die Gruppe, die Spielleiter und die Spieler daraus machen. Wenn ich am Tisch sitze und plötzlich anfange, über eine Regel zu diskutieren, ob ich einen Schritt mehr oder weniger machen durfte, ob der Schritt 3,5 Zentimeter oder 5,5 Zentimeter sind. Wenn ich diese Diskussion erst am Tisch anfange zu führen oder mir Gedanken über bestimmte Regeln mache, die zu Diskussionen führen, ich glaube, das bringt mich aus dem Spiel raus. Denn das bringt mich spieltechnisch tatsächlich in dem Moment ja nicht weiter. Wenn man die vorhandenen DSA-Regeln aber so nimmt, dass sie als Option da sind, um sie zum Beispiel vorab mit dem Spielleiter zu besprechen, das heißt, ich habe für meinen Charakter etwas was ganz Tolles gefunden, was ich gerne anwenden würde und das bespreche ich vor dem Spiel mit dem Spielleiter und das kommt dann im Spiel zur Anwendung, ohne dass diese Regel diskutiert werden muss, kann das durchaus fördert sein, weil es auch eben Ideen für bestimmte Charakterspiele oder Handlungen geben kann. Wäre jetzt so meine Idee, gerade bei DSA, weil da eben das Ganze sehr wirklich bis ins tiefste Detail ja mittlerweile geregelt sein kann. Also ich würde das auf zwei Ebenen sehen. Also ich würde das einmal auf der Ebene sehen, also dass die Regeln halt ein bisschen in Anführungsstrichen ausufern, ist jetzt schon wieder so ein negativ besetzter Begriff, ne? Aber dass es halt sehr, sehr viele Regeln inzwischen gibt, ob die meisten davon optional, bietet ja, hast du ja gerade auch schon gesagt, halt die Möglichkeit irgendwie für bestimmte Art Spieler, sich die Regeln rauszusuchen und zu sagen, so, die nutze ich jetzt, weil die, keine Ahnung, zum Beispiel diese Optionalregeln für das Jagen oder so. Ich möchte halt ein tieferes Erlebnis der Jagd haben. So, und dann kannst du das machen mit diesen Optionalregeln. Oder ein ganz klassische, was ich halt fürchterlich finde und immer noch auch beim ersten Lesen auch schon fand, ist die magische Analyse inzwischen in DSA 5. Ne, wo man tausende von Proben würfeln muss, nur um einen Zauber zu irgendwie es früher mit einer Probe ging. So, aber es bietet halt auch immer einen Ansatzpunkt, um eine Erzählung anzufangen. Ne? Und jetzt muss ich halt immer schauen, was möchte ich denn gerade? So, und wofür ist die Regel gut? Also ist die Regel ist ja nicht im luftleeren Raum, sondern die versucht ja etwas. Die versucht irgendwie, mir einen Ansatzpunkt für ein Rollenspiel zu geben. Und wenn die Regel das bei mir nicht macht, und das hat Julia gerade auch gesagt, ne, irgendwie, dass bestimmte Regeln sie bei ihr das Rollenspiel quasi verhindern, ne, dann lasse ich diese Regel weg, weil dann behindert sie mein Rollenspiel. Und das ist ja, wenn ich Rollenspiel spiele, nicht wünschenswert. Ne? Aber es kann tatsächlich dann auch jemand bei dir am Tisch sitzen, der sagt aber, ja, aber ich möchte die Jagd aber jetzt hier ausspielen. Ne? Und dann gibt es Regeln dafür und dann ist das auch gut, dass es diese Regeln gibt. Frage ist, ob wenn man es fürs Ausspielen, ob man da die Regeln, die Mechaniken braucht. Klar, dass die Mechaniken so freien Granular dafür gedacht sind, eine situative Antwort oder eine immersive Antwort auf eine Situation zu geben, ist in Ordnung. Und wenn man die Regelmechanik dafür benutzt, um diese Immersion aufzubauen oder seinen Würfelabend zu haben, wenn man das möchte, ist in Ordnung.
Ganz klar, nur wenn es halt Regeln gibt. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es gab mal zeitlang in der 5. Edition irgendwie einen Nahkampfgriff, Haltegriff, da konnte man nicht raus, alleine. Wenn den An Zweiter dabei war, hat den überwältigt, okay, aber ansonsten, so eine Regel ist für mich sinnlos, die wird nicht angewandt. Also überall, wo es eine Deadlock-Mechanik gibt oder mein Lieblingsthema wie immer, kurzes Sprung, anderes Universum, D&D 3.5, es gibt endlos Kombos. Nein, sowas ist. Auch wenn es im Buch steht, so eine Regel ist für mich irrelevant an dich. Ich habe mir eine Frage zu dieser Sache mit der Jagd, weil also ich bin ja völlig unvertraut mit den DSA-Regeln, aber ich glaube, da ist nämlich genau der Punkt, die Sache mit der Jagd oder auch, was jetzt Koali gesagt hat, mit dieser Zauberei. Also, dass man für irgendeinen Zauber ganz, ganz viele Würfel würfeln muss. Ja? Jetzt mal angenommen, alle am Tisch beherrschen diese Regeln perfekt. Alle. 100% gleich gut und wirklich alles exakt. Und sie müssen nicht mehr reden, sondern können stumm die Würfel rollen. Würdet ihr glauben, dass dann diese Jagdmechanik die Jagd intensiver macht? Ja, das Gegenteil, glaube ich, jetzt so wie du es beschreibst, wenn man nicht mehr dazu reden muss und einfach nur Würfel Es wirft wird einfach ohne nur einen angewendet. Kommentar, Ja. also ohne Rollenspiel, dann macht es Nee, das nee, nicht nee, nee. intensiver. Nee, nee, ihr könnt, ihr habt ja dann Zeit, Rollenspiel zu spielen. Ah, okay. Also ihr seid ja so fit mit den Regeln, dass ihr kein Wort mehr über die Regeln verlieren müsst und jetzt aber im Hintergrund miteinander diese Würfel würfelt und dann sehen alle die Würfel und dann ist schon klar, was passiert, weil ja alle perfekt die Regeln können und dann könnt ihr darauf aufbauend diese Jagdszene mit Hilfe der Würfel intensiver spielen. Wäre das so oder wäre es dann immer noch nicht so? Je nachdem, glaube ich, welche Ausdrucksform oder Geschichte man dabei erzählt. Also geben diese Würfel, diese Möglichkeiten einem Hilfestellung, was passiert, weil man vorher zum Beispiel keine Idee hätte, wie so eine Jagd ausgeht. Und man würfelt und man sieht, okay, das passiert. Und dann stelle ich mir das im Kopf vor und dann sage ich das. Und ich muss halt auf die Werte da jetzt nicht zählen und sonst was. Und der andere reagiert, weil er auch schon im Hintergrund, sage ich mal, gewürfelt hat und reagiert darauf und es passiert dies und ja jenes mit dem Tier. Und dann kommt noch ein besonders toller oder schlechter Wurf dazu, der irgendwas ganz Bestimmtes und ich habe plötzlich den Riesenwolf jagt oder ähnliches. Also ist es jetzt nur so ganz grob ausgedrückt. Ich glaube, wenn das im Hintergrund passiert, kann das auf jeden Fall helfen. Wenn aber über die Regeln halt so gesprochen wird und man ohne das Hilfsmittel der Erzählung einfach nur würfelt, ist es, glaube ich, hinderlich. Es ist ein sehr schönes Beispiel dafür, ist ja auch noch hoch umstritten, ist ja Wege der Vereinigung in DSA, ne? Ja, wird es demnächst auch noch einen Podcast von uns dazu geben? Kann ich schon mal spoilern, ja. Ja. Auf die Frage zu antworten, ich würde sagen, je nachdem, also die SpielerInnen, die das machen, haben halt mit jedem Würfelwurf, den sie machen, einen Ansatzpunkt, mit jeder Regel, die sie benutzen, oder mit jedem Regelschritt, den sie benutzen, einen Anhaltspunkt, etwas Neues ins Rollenspiel dazu zu tun. Und deswegen kann das durchaus bereichernd sein. So, möchte ich das persönlich für mich haben? Wahrscheinlich eher nicht, weil ich könnte das Ganze auch wahrscheinlich ohne. Aber das ist halt auch immer die Frage, können das alle ohne eine Regelmechanik? Also etwas erzählen. Ich möchte eigentlich auch noch mal dem DSA 5 Regelsystem so ein bisschen jetzt unter die Arme greifen. Das Schöne ist ja daran, dass es alles optional ist. Als Anfänger bin ich nicht verpflichtet, all die Regeln zu lesen. Sie können mir aber eine Hilfestellung sein, um im Rollenspiel das Erzählerische ein bisschen für mich mehr zu üben und Ideen zu geben, wenn man sie denn nicht hat. Ich muss sie aber nicht lesen. Also, um DSA 5 spielen zu können, reicht das Grundregelwerk plus, und da sind wir wahrscheinlich die Immersion into Environment von dem Punkt her drin, die Welt. Und das, was für mich am Ende DSA so besonders fesselnd, also für mich persönlich
bis heute ausmacht, ist die Welt, die Tiefe der Welt. Wenn wir ein bisschen auf die Uhr gucken, dann können wir ja gerade mal wechseln. Es sei denn, der Marot wollte jetzt noch was Bestimmtes sagen mit seiner Frage eben und deswegen. Nicht unbedingt. Also das Einzige, was ich sagen wollte, also für mich als stadtbekannter Regelmuffel sind halt Regeln immer ein Hindernis, um in meine Form der Immersion zu kommen. Aber deswegen so gezielt die Frage, man könnte sehr wohl durch das volle Wissen von Regeln auch noch ein tieferes an das Verstehen irgendwie der Geschehnisse möglicherweise gewinnen. Deswegen habe ich jetzt nachgefragt, ja. Aber also ja. Das ist halt entlarvend manchmal, ne? Also ich finde mich in deiner Beschreibung wieder, Marot, ne? Regelmuffel hier, ich zeig sofort auf, ja. Der Affendämon Zu, falls den noch jemand von euch kennt, ist ja gar nicht so unbekannt in der Rollenspielszene, ja. Der hat mal über mich gesagt, Quali, du bist einfach nur zu faul, die Regeln zu lernen. Und ja, er hat recht. Ja. Ja, Environment. Genau. Ja, also da kann ich ja mal kurz einläutend, Julika hat es ja schön gesagt, das ist nämlich genau das, was ich auch sehe, wo DSA eine Riesenchance hat, weshalb ich mich ja jetzt auch mit DSA beschäftige, natürlich nicht mit den Regeln, sondern dann mit eigenen Regeln, aber diese Welt hat natürlich, die ist ja so detailliert und so genau und theoretisch, ist ja jedes Dorf in DSA mehr oder weniger beschrieben und wir könnten darüber streiten, wo jetzt genau welche Pflanzen wachsen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch Immersion into Environment ist aber auch eine Gefahr, möglicherweise. Also darüber können wir ja theoretisch gleich reden noch, was da das Problem auch ist. Ja? Also je mehr wir alle mit der Welt uns was vorstellen können in der Welt, das ist letztlich Into Environment, je mehr wir uns die Welt vorstellen können, in der wir uns bewegen, umso besser können wir uns in sie hineintauchen. Das wäre so die Grundidee. Aber jetzt ist die Frage, und da jetzt hier wieder an die DSA-Experten, wenn jetzt hier so einer, der null Ahnung hat von DSA, mitspielt, und da ist einer, der weiß alles über DSA, dann ist ja unglaublich schnell das Risiko, dass die zwei aneinander vorbeispielen. Und dann wäre wieder die Immersion into Environment gefährdet. Oder wie ist das? Also es ist definitiv ein mega zweischneidiges Schwert bei DSA. Dieses unglaublich detailliert ausgearbeitete Lexikon, muss man schon sagen, über die Spielwelt. Was die Befürworter von DSA dafür halten, dass sie alles so schön erklärt haben, bis, wie du schon sagtest, Pflanzen, wo wachsen, Steine, Tiere, was auch immer, wie, wo, welche Münze heißt, bis hin zu einem Riesenkatalog von NSCs, die in Dörfern vorkommen, mit Tempeln, Tempelvorstellungen und so weiter und so fort. Und die Gegner aber sagen, da habe ich keinen Freiraum, da ist alles vorgeschrieben, da ist, kann ich nichts einbauen. Ich glaube, so hat sich auch der Spieler entwickelt, älterjähriger DSA-Spieler, nenne ich es mal, der sagt, ja, aber was mache ich denn da? Da ist nichts beschrieben, was soll ich denn da machen? Ja, benutzt deine Fantasie. Ich persönlich mag es sehr gern, ach, denn was? Auch wie bei den Regeln, bei den optionalen, alles kann, nichts muss. Ich finde es sehr schön, wenn eine Stadt in irgendeinem Regionalband sehr schön beschrieben ist. Und ich kann Teile, die ich möchte, Akzente, die ich setzen möchte, nutzen, um diese Stadt zu beschreiben. Aber wenn halt auch Eigenarten oder Traditionen von einer Bevölkerung in einer Stadt oder von einer Baronie beschrieben ist, zum Beispiel in einer Runde von mir, die spielt in Neta, ging es um eine Bestattung und ich habe die Spieler total verblüfft oder halt auch fragende Blicke hinterlassen, als ich eine torwalische Bestattung beschrieben habe. Da wurde halt ein Heraldikwurf gemacht, beziehungsweise Etikettewurf. Ja, klar, das ist alte Überlieferung. In Neta macht man torwalische Bestattungen. Sowas kann man punktuell setzen für die Immersion. Wenn man die Spieler damit überschwemmt mit Details, ist es, finde ich, immersionsbrechend. Ja, ich finde,
ihr müsst in eurer Runde, wenn ihr draußen spielt, müsst ihr tatsächlich auf dieses Gefälle ein bisschen achten, was der Marot gerade irgendwie angespielt hat. Ne? Wenn da auf der einen Seite vom Rollenspieltisch das DSA-Lexikon sitzt und auf der anderen Seite der DSA-Anfänger oder die DSA-Anfängerin, dann müsst ihr euch vor dem Spiel, bevor ihr miteinander spielt, halt auf bestimmte Sachen einigen. So. Also ich empfehle für sowas irgendwie, wenn ihr das machen möchtet, der oder die Spielerin, die neu dazustößt in das Universum, also gerade bei DSA ist das auch einfach machbar, deswegen ist das Spielsystem halt auch für Anfänger in dem Sinne auch geeignet, einen Charakter zu wählen, der von der Welt einfach keine Ahnung hat. Aus einem kleinen Dorf kommt vielleicht ein typisches mittelalterliches Dorf, kann sich jeder vorstellen, aus Filmen oder so. Oder ne, also irgendwas ganz Abgeschlossenes. Ne, ich bin noch nie mehr als bis, Sam das immer gesagt, wenn ich noch einen Fuß weitersetze, dann war ich so weit von zu Hause fort, wie ich das noch nie gewesen bin. Und so einen Charakter halt mit diesem, ich entdecke jetzt die Welt und ziehe als Abenteurer in nach Aventurien ein, dann kann ich das auch durch die Augen meines Charakters erleben. Wenn ich dann aber den Großherzog von Grafschaft XYZ spielen möchte, mit viertelmagischer Begabung oder sonst irgendwas, dann wird es ein bisschen komplizierter. Dann muss man sich halt auch ein bisschen mehr Hintergrund, also je mehr euer Charakter als auch in der Welt wissen müsste, desto mehr müsst ihr als SpielerInnen halt auch tun, um das irgendwie mit Leben zu füllen, damit der andere auf der anderen Seite da nicht komplett rausgerissen wird. Und wiederum der andere kann ja genau das bedienen, irgendwie. Man kann dieses Gefälle ja auch nutzen, ne? Irgendwie der ältere Charakter, der einem Jüngeren etwas erklärt, ne? Oder der Gelehrte, der dem Schüler was erklärt oder so. Und dann halt irgendwie an die Hand nimmt und guck mal, das ist die Magierakademie XY, da passiert das und das und das und das. Und schon hat man dieses Gefälle halt genutzt, um es rollenspieltechnisch in ein immersives Gespräch oder eine immersive Story zu überführen. Und welchen Vorteil man beim DSA definitiv auch hat, je nachdem, in welcher Region ich gerade lebe, aber wir gehen jetzt erstmal von Europa aus. Es gibt ja auch den amerikanischen Markt, der bedient das Ganze wahrscheinlich ein wenig anders. Ich kann als Spielleiter mich durchaus irdischer Klischees bedienen, um eine Region einem Anfänger schnell näher zu bringen, ohne ein ganzes Lexika studieren zu lassen. Also durchaus auch nicht ganz so, sage ich mal, vielleicht erzähl- oder redestarke Spielleiter oder Spieler können das auch durchaus, unser Klischees von Russland, Afrika, Mittelalter etc. einfach bedienen oder der Wikinger, was man so bei uns aus der Geschichte und der Zeit von mehreren tausend Jahren kennt. Also ich würde persönlich das Gefälle eigentlich genauso lösen, wie Koali das beschrieben hat. Ich würde mir die Person Lexikon vor der Runde schnappen, sagen, hey, wir haben heute einen Neuen dabei, der hat gar keine Ahnung, der will es mal angucken. Willst du mir helfen, für den einen unvergesslichen Abend zu kreieren, mich supporten, Immersion aufbauen, Geschichte aufbauen, für den das Gefühl, ich bin drin, entstehen lassen? Dann hat der seinen Job, kann seinen Wissen, was DSA-Spieler einfach irgendwie so in sich haben, dass das dann auch raus muss, das Wissen am Spieltisch. Da muss dann gesagt werden, dass er weiß, wie die Schwester vom Graf von Weiden heißt und so weiter. Da einfach mithelfen. Und er fühlt sich nicht unterfordert, weil er spielen darf und weiß, er kann dir helfen. Macht man auch immer gerne. Und so würde ich es machen. Hier wäre aber, wie ich das sehe, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass das Ingame, also wenn man Immersion erzeugen will, dass das innerhalb des Spiels, also innerhalb der Spielwelt passiert. Weil so ein ganz großer Rauswerfer aus der Immersion ist halt immer dieses eben aus dem Spiel rausgehen und jetzt zu sagen, guck mal in Buch so und so, lest danach. Das wäre der Tod
für die Immersion in dem Moment. Ja, also wenn es quasi das der Lexikon-Mensch es dann schafft, aus seiner Figur heraus das ganze Wissen weiterzugeben, dann haben alle was davon und es ist sogar cool. Und dann wird diese Tiefe der Welt, die die ja geschaffen haben, das muss man ihnen ja echt lassen, Manometer, dann wird die auch interessant fürs immersive Spiel. Ja. Ich habe noch eine vielleicht so eine abschließende Sache, die man machen könnte, besprechen könnte miteinander. Und zwar Immersion für Spielleiter und Immersion für SpielerInnen. Oder SpielleiterInnen, SpielerInnen. Gibt es da Unterschiede? Und wie man die herstellen kann? Gibt es Immersion, also das in der Geschichte sein, nur für die SpielerInnen, weil die die Geschichte erleben, oder auch für den Erzähler oder die Erzählerin? Und wie kann man das gegenseitig beeinflussen? Können die SpielerInnen was machen, um dem Spielleiter Immersion zu generieren? Können die Spieler sich gegenseitig immersiv machen? Und wenn ja, wie? Ne, weil der klassische Blick ist ja, der Spielleiter ist dafür zuständig, dass es Immersion gibt am Spieltisch. Und das ist ja mal eine These, die würde ich direkt mal, könnt ihr nicht sehen, aber er schüttelt schon mit dem Kopf. Ne, also ein großer Wust, den ich euch jetzt hier irgendwie breit trete, packt euch mal einen Brocken und macht mal Spielleiter, Spieler und Immersion. Werf mal ganz kurz in den Raum, ich glaube, das kommt drauf an, also wenn ich den faulen Spieler habe, der vorne einfach nur vom Geschichtenerzähler, und dann haben wir schon die typische klassische Rolle vom Storyteller als Spielleiter, also wenn ich da vier faule Spieler habe, die einfach gerne sich eine Geschichte anhören, ja, dann hat der Spielleiter ein wenig mehr zu tun, indem er eine Geschichte erzählt. Das ist für mich aber nicht das immersive Rollenspiel. Das Rollenspiel ist für mich das, was untereinander, miteinander, und zwar alle zusammen, inklusive Spielleiter. Denn der Spielleiter ist für mich genauso Spieler wie der Spieler. Wenn die miteinander spielen. Als Spielleiter habe ich vielleicht nur die Möglichkeit, einfach mehrere Rollen ja, in einem Spiel einzunehmen und nicht nur einen Charakter. Macht das für dich einen Unterschied im immersiven Erfahrung, wenn du Spielerin bist oder wenn du Spielleiterin bist? Ist das ein Unterschied? Ja, für mich ist es tatsächlich unterschiedlich, wobei ich je nach Gruppenzusammenkonstellation durchaus die gleiche Immersion erleben kann. Bis jetzt hatte ich es aber tatsächlich, dass ich als Spielleiter sehr fokussiert eintauche und drumherum tatsächlich viel weniger wahrnehme. Vielleicht, weil ich mich auch mehr darauf konzentrieren muss, um das rüberzubringen, was gerade in meinem Kopf ist, um das den Spielern rüberzubringen. Und dann natürlich versuche für mich als Spielleiter aufzupassen, was machen diese vier Leute? Wie agieren sie? Und wie agieren meine NPCs in dem Moment? Also so ein bisschen den Überblick versuchen zu bewahren. Als Spieler muss ich das nicht im Hinterkopf haben. Als Spieler gehe ich meinem Charakter einfach nach und agiere und reagiere vielleicht auf die anderen Charaktere, aber ich muss keinen Überblick für mich aufbewahren. Und wenn ich meine, dass mein Charakter jetzt eine Klippe runterspringt, dann springt er sie runter und dann konzentriere ich mich da drauf. Als Spielleiter habe ich, glaube ich, ja, so ein bisschen noch den Überblick im Kopf. Und als Spielleiter bin ich tatsächlich aber sehr, sehr fokussiert bis jetzt. Also ich habe als Spielleitung immer sehr wenig um mich herum wahrgenommen. Ich glaube, wenn ich manche Runden online leite und neben mir würde irgendwas einstürzen, ich würde es gar nicht mitkriegen. Mischka, wenn du Spiel leitest, was du ja öfter machst auf deinem Kanal, ne? Schaffst du dir Immersion selber oder kriegst du die geliefert von deiner Gruppe? Ich würde jetzt mal frei nach Sherlock Holmes erstmal die krasse Antithese raushauen, um auf Reaktionen zu bauen. Ich fange erst mit Immersion an, wenn die Spieler bewiesen haben, dass sie haben wollen oder der Sache würdig sind. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber die Immersion, wie ich sie aufbaue, ist ganz, ganz davon abhängig, wie die Spieler darauf eingehen. Und genauso baue ich auch meine Immersion auf. Also wenn ich merke, ich habe so ein paar
Würfelmoscher am Tisch, die auch DSA spielen, wegen mir auch das gleiche Abenteuer, dann mache ich da aber halt einfach ein Bieren, Brezel, Gag, Slapstick, was auch immer Rollenspiel draus, hat auch seine eigene Art von Immersion. Aber ich versuche jetzt nicht mit dem Zug der Prinzessin Aldara von Meta nach Tegun mit den ganzen Bediensteten und so weiter und horasischen Namen diese Herrlichkeit und diese Majestät zu beschreiben, wenn ich weiß, weder die Spieler OT noch die Charaktere IT werden das zu würdigen wissen. Dann ist für mich immer noch genauso Immersion, nur in eine andere Richtung. Bedient einen anderen Art von Spaßfaktor. Also ich will erst mal gucken, was ist das Bedürfnis der Spieler? Welche Art von Immersion brauchen sie? Und reagiere dann auch darauf. Und versuche denen zu geben. Frag auch hinterher dann dementsprechend ab, wie war das immersive Gefühl bei euch? Oder erst mal, wie hat es euch Spaß gemacht? Jetzt hast du ein bisschen die Frage gut rausgedodged, ne? Also wie ist das mit der Immersion für dich als Spielleiter? Genau, die kommt zu 100% von den Spielern. Also gerade weil Juli vorhin sagte, NSCs, die man sich zurechtlegt und überlegt sich eine Stimme und was auch immer, da hat man dann so ein dickes Plotkonstrukt, das man sich für den Abend überlegt. Bei mir ist das, wenn überhaupt, ein haaresstarker, roter Plotfaden und der Rest ist alles Bauchgefühl. Und genauso wie die Charaktere, beziehungsweise die NSCs auf Charaktere reagieren, ist das Bauchgefühl. Und damit lasse ich mir den Hauptteil der Immersion von den Spielern geben. Deswegen bin ich auch viel, viel mehr Spielleiter, weil ich da ein viel stärkeres Immersionsgefühl habe, als dass ich Spieler bin. Denn Rollenspiel aus Spielersicht ist für mich, naja, was darf ich? Ich darf reagieren auf Sachen, die der Spieler davor setzt oder auf Sachen, die SCs mich anspielen. Ich bin immer in der Reaktivphase. Auch klar kann ich auch mal Story-Arc selbst anfangen und mir Geschichten ausdenken, aber trotzdem bleibe ich in der reaktiven Ecke. Und in der SL, wenn du die richtige Spieler hast, bist du immer in der Wohlfühlecke, wo die Welt für dich aufbauen und du einfach nur zwar auch irgendwie reaktiv bedienen musst, den Weg so ein bisschen weiterbauen musst, aber für mich ist da die Immersion wesentlich, wesentlich stärker. Also ich empfinde das ähnlich. Ich komme gleich zu dir, Marot. Aber ich wollte dazu noch eine Sache sagen, weil Mischko und ich, glaube ich, da relativ gleich ticken. Ich glaube, Juli auch. Wir sind ja relativ eins hier. Das sind dann diese Szenen, wo dann Leute auch unter unseren Videos kommentieren, oh, der Spielleiter hat jetzt mal 40 Minuten lang überhaupt nichts gemacht. Ja, und jetzt könnt ihr gerade nicht sehen, Mischka macht schon dieses Mua, ja. Das meine ist, Lieblingsszenen, wenn ich jetzt merke, oh, wir haben jetzt von Recap, ich habe ein ganz kurzes Intro gemacht und nach eine Viertelstunde mache ich Biopause und ich habe die ganze Zeit nicht ein Wort gesagt. Perfekter Spieleabend. Ja, irgendwie, ne, also das ist, also wenn ihr da draußen am Spieltisch seid, ihr könnt eurem Spielleiter oder eurer Spielleiterin echt einen Gefallen tun, nicht indem ihr einfach sie ignoriert und gar nicht bespielt oder so, aber indem ihr halt selber etwas zurückspiegelt und selber euch auch beteiligt an der ganzen Erzählung. Ich glaube, das kann man. Aber fragt eure Spieler hinterher, ob das denen so Spaß macht. Ja. Weil es gibt auch Gruppen, die sagen, nee, das ist dann für uns Langeweilebewältigung, wir wollen, dass du uns ab und zu mal so plott zuwirst nach einer Viertelstunde Rumgespiele. Ja. Also klärt das mit denen ab. Es gibt Spielegruppen, die brauchen sowas und es gibt Spielegruppen, die brauchen was ganz anderes. Redet miteinander. Immer sehr gut. Und ich habe ja noch nicht viel mit dem Marot gespielt, also eine Runde habe ich mit ihm gespielt, aber ich fand einen Satz, den er bei uns in der Runde gesagt hat, ganz am Anfang halt einen sehr, sehr spannend und vielleicht kannst du daraufhin deine Antwort jetzt gleich auch noch mal geben. Du hast nämlich, als wir den One-Shot bei mir auf dem Kanal gemacht haben, am Anfang gesagt, so, ich brauche, bevor ich jetzt gleich mit euch anfange zu spielen, ein paar Sekunden oder vielleicht eine Minute, um mich zu sammeln. Und dann werde ich von da an nur noch für euch da sein und für euch und für die Welt da sein. Also da war ein wirklicher Bruch am Anfang und dann so wie so ein langgezogenes Ein- und Ausatmen, wo man so vielleicht durch diesen Atemzug, den Marot halt dann auch irgendwie auch gemacht hat, diesen Atemzug und auch die Augen geschlossen hat, auch so eine meditative Geste vollführt hat vor der Kamera.
Und dann konnte man irgendwie so sehen, wie, also vor meinem geistigen Auge schon, weil wir wieder dieses in Acting, ne, in Action, wie wir die Off-Topic verlassen haben und wie er dann das Leben eingehaucht hat in die Spielewelt. Obwohl wir von der bis zu dem Zeitpunkt, weil wir noch nicht angefangen hatten, noch gar nichts wussten. Und das habe ich so mitgenommen. Ich dachte, das war cool. So, das muss vielleicht nicht immer sein, aber das war was Neues für mich. Irgendwie, das war sehr, sehr spannend. Und vielleicht erzählst du selber nochmal über, wie du das wahrnimmst als Spielleiter, Marot. Ja, also das ist meine Rollenspielmeditation, die mache ich immer vor jeder Runde. Ich kann gar nicht leiten ohne. Ich brauche das. Tatsächlich für mich ist das die Welt verlassen. Also in dem Moment, da ist eine halbe Minute Pause, ich denke mich rein und dann gehe ich in diese andere Welt mit meinen Gedanken und auch eben in und deswegen ist es für mich dann auch so grausam, diese Pausen, ja, diese Regelpausen und so weiter so. Aber da, darauf will ich jetzt gar nicht so eingehen. Was ich jetzt sagen wollte, ich könnte hier jetzt zu diesem Thema, wie erzeugen Spielleiter-Immersion, wie erzeugen Spiele-Immersion, wahrscheinlich mit euch noch 4 Stunden reden. Das wäre überhaupt kein Problem. Ich habe da auch so ein kleines Handout, wo es 5 verschiedene Grundmethoden gibt, über die könnten wir jetzt auch alle nochmal im Einzelnen reden. Aber das Allerwichtigste, also wenn ich jetzt nur eine Sache sagen darf, wäre, dass Rollenspiel sowieso, aber vor allem immersives Rollenspiel, ein Teamsport ist. Also es geht nur gemeinsam. Es wird nicht passieren, dass einer hier hart die Immersion rausrockt. Das wird nicht passieren. Da lege ich mich fest. Wenn einer auf Immersion Bock hat und alle anderen sagen, nö, wir wollen jetzt hier lieber würfeln, dann wird das ein Würfelabend. Und dann wird da keine Immersion. Und jeder, also wenn wir jetzt in die höchsten Stufen, was auch immer das jetzt positiv oder negativ heißen will, also wenn wir voll in die Welt reintauchen wollen, dann müssen wir das alle machen. Wenn es nur einer nicht macht, wird es sehr, sehr schwierig. Und am Tisch ist es noch krasser, weil dann sehe ich ja, was die anderen machen. Online, ohne Bild, habe ich noch die Chance, dass ich den anderen ausblenden kann. Aber in der Regel, und was macht der Spieler? Also was macht der Spielleiter? Der macht natürlich, der gestaltet die Welt so glaubhaft wie möglich. Und jetzt kommt aber das Entscheidende. Die Spieler gestalten auch die Welt so glaubhaft wie möglich, indem sie ihre Charakter spielen. Aber, und jetzt kommt die Gefahr, nicht unbedingt immer so glaubhaft wie möglich, weil so glaubhaft wie möglich heißt manchmal, dass die Story kaputt geht. Und wenn die Story kaputt geht, Immersion into Narration haben wir jetzt ja, da sind wir ja nicht zu gekommen, dann ist auch wieder die Gefahr, dass die Immersion gestört wird. Das heißt, es müssen eigentlich für die Immersion, und das klingt jetzt ein bisschen paradox, alle hellwach sein die ganze Zeit und so ein bisschen drauf horchen. Ich nenne das immer Bälle sich zuspielen. Und Bälle sich zuspielen tun nicht nur die Spieler miteinander, sondern sie spielen auch dem Spielleiter Bälle zu, der dann den Ball wieder nehmen kann und wieder zurück. Und dann entsteht das, was Mischka sagt, wo an irgendeinem Punkt er gar nicht mehr viel tun muss, weil nämlich der Ball am Laufen ist. Und dann ist Immersion da. Nimmst du immer eine sehr schöne Analogie mit dem Immersion und dem sogenannten Spotlight, was ja immer sehr gern hinterher das habe ich hier Spotlight geklaut und so weiter. Wenn ich der in der Dunkelheit bin mit der Taschenlampe der SL und muss immer die einzelnen Spieler anleuchten, dann ist das eine ziemlich dunkle Veranstaltung. Wenn ihr aber alle euch gegenseitig anleuchtet, habt ihr eine riesen Lichterorgel und ihr könnt euch schon ein Bild vorstellen, was lebhafter ist, was schöner ist. Ist aber auch der Punkt, dass ich als Spieler, selbst wenn ich gerade nicht aktiv Rollenspiel betreibe, in dem Moment trotzdem beim Spiel dabei bin. Also man kennt ja so den einen oder anderen Spieler, der dann vielleicht irgendwas anderes nebenher tut oder sich anders ablenkt, weil er gerade nicht dran ist, aktiv oder ganz schlimm am Tisch runden das Handy gerade rausholt und da irgendwas was macht. Also ich finde das ganz schlimm, weil es so, wenn ich aktiv spiele, mich rausreißt, so nach dem Motto, was macht der andere? Aber auch wenn ich als Spieler sowas machen würde, bin ich plötzlich nicht mehr da im Spiel. Ich bin ja ganz woanders. Und dann da wieder mich reinzudenken, dann vielleicht habe ich was verpasst. Ich kann auch keinen Ball, der mir zugespielt worden ist in dem Moment, verpasse ich den vielleicht, weil ich gerade nicht aktiv dabei war. Das heißt, also ich finde es ganz toll. Also ich mache das gerne als Spieler, auch wenn ich gerade nicht aktiv dabei bin. Ich bin
in dem Rollenspiel der anderen mit und auch wenn mein Charakter jetzt vielleicht gerade woanders sitzt, im Kerker oder so alleine, weiß mein Charakter vielleicht nicht, was die anderen betreiben, aber ich kann auch im Kopf meinen Charakter ja trotzdem weiterspielen und beim Spiel dabei sein und nicht eben irgendwie am Handy oder so. Man muss, glaube ich, mit der Handysache muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt auch Leute, die genau das können. Also das ist so, auch wieder dieses Bälle zu spielen, ne? Dass der einen rausreißt, dich reißt es raus, wenn jemand anders im Handy spielt, der braucht vielleicht so einen Anker in der Realität, damit er irgendwie dieses Wechselspiel hinbekommt. Das hat man auch schon öfters gesehen. Oder gerade in Horrorrollenspielen, da ist es öfters mal so, da wird das ja mal super hochgehängt, dieses Immersion, ne? Irgendwie, Grusel erschaffen und so. Und das kann dann teilweise so weit gehen, dass jemand am Tisch sitzt und sich wirklich gruselt. Und unser aller ureigenster Instinkt ist, wenn wir uns gruseln, halt erstmal so eine Abwehrreaktion zu machen. Und dann reagieren ganz viele zum Beispiel mit Witzen oder mit dem Handy spielen, ne? um sich halt aus dieser Situation rauszuflüchten, weil das ein automatischer Abwehrreflex ist. Und damit reißen sie Leute vielleicht aus der Immersion heraus, ne? Aber das muss man dann halt auch wissen, dass es solche Mechaniken halt auch gibt, ne? Und dass die Spieler das in dem Augenblick oder Spielerinnen das halt auch brauchen, weil sonst irgendwas nicht funktioniert bei ihnen, ne? Sicherheit vor Immersion wäre da vielleicht auch noch so ein kleiner ganz wichtig, Hinweis. Ganz wichtiger Aspekt für den SL, dass trotz Spiel, trotz Regel, trotz Immersion er immer noch die menschliche Komponente betrachtet. Man kann das natürlich jetzt plakativ auf die Spitze schreiben. Ich sage immer, als SL habe ich die Verantwortung für mein Team, für meine Spielgruppe. Das heißt, wenn es einen Streit gibt, bin ich als Moderator mit dabei. Das sehe ich persönlich als meine Verpflichtung. Ich verdonnere da niemand anderen dazu, der SL ist. Das ist meine persönliche Meinung für meine Spielrunden. Aber genau auch das Klassiker in Cthulhu oder Horrorrollenspielen, genau, dass dann irgendwie einer zum Handy greift oder einen Witz über was macht in einer Situation, wo es gar nicht passt, ist ein erster Zeichen dafür, hier läuft was falsch. Die Person kann das gerade nicht ertragen. Und dann macht noch ein zweiter ein dummer Spruch drüber. Das verletzt dann doppelt, weil man fühlt sich sowieso schon verletzlich, deswegen sucht man den Anker in der Realität, wie du sagst. Also so Sachen immer offen hinterher ansprechen, ganz wichtig. Zum einen darf ich die immer so und so tief weiter betreiben, das ist komplett anderes Thema, vorher vor der Runde absprechen, was Immersion angeht, wenn es an Triggerpunkte geht, die euch vielleicht überhaupt nicht jucken, wie Spinnen, Hunde, Katzen, was auch immer. Jeder Mensch ist da anders gestrickt, besprecht sowas vorher, worauf dürft ihr eingehen, worauf besser nicht. Und hinterher nochmal abklopfen, du hast gesagt, dir ist alles egal, aber ich habe gemerkt, so und so ist dir lieber das nicht. Ja, genau. Also den Satz würde ich halt nochmal, weil er so wichtig war, glaube ich, nochmal wiederholen, was der Marot sagte, irgendwie eine Safety vor Immersion und Sicherheit vor Immersion. Und das müsst ihr euch irgendwie ganz klar machen. Also ne, unterbrecht lieber eure Runde, bevor ihr sagt, ich muss das jetzt durchpowern. So, auch wenn es euch jetzt gerade total Spaß macht. Ne, irgendwie Spaß ist auch, geht immer nur bis zur Nasenspitze des anderen. Ne? Ja, also man soll es nicht glauben. Ich habe schon das Feedback bekommen, ich kann deine Runden, also gewisse Runden von mir nicht hören, weil es da immer irgendwie nach Form um Essen geht. Und das ging der Person halt echt, wo man jetzt drüber schmunzelt, aber das ging der Person echt gegen den Strich. Und das tut mir dann persönlich auch leid, dass ich da irgendjemand irgendeinem Safety-Gefühl verletzt habe oder was auch immer, dass er vielleicht gerade auf Diät ist und ihn da demotiviert habe oder so. Und ja, achtet da sehr drauf bei euren Spielern. Das ist mir auch unbedingt wichtig. Denn es unterm Strich ist das, was wir tun, hier eine soziale Verbindung zueinander schaffen. Und wenn die soziale Verbindung gehemmt wird durch irgendwelche, ich sag jetzt mal platt, Macho-Komplexe, was auch immer, Unverständlichkeit, also nicht sozial sein, dann leidet die ganze Runde darunter, ob du das willst oder nicht. Also ich glaube, da muss man aber auch unterscheiden. Es gibt sicherlich Spielertypen, die oder Menschen, die zum Beispiel einfach was tun müssen mit ihren Fingern, die nicht irgendwo sitzen können und einfach nur ein bisschen sprechen, reden können. Die müssen aktiv was tun. Das schafft ihnen auch Konzentration teilweise. Das ist dann ja auch absolut in Ordnung. Ich habe jetzt mehr so an den Spieler gedacht, der vielleicht in der Runde halb gelangweilt sitzt, sich mit seinem Handy beschäftigt und wenn er angespielt wird, was? Ach so, ja, würfel mal ich. Und
also jemand, der einfach vielleicht nur so halb beim Spiel dabei ist und dass man das aber auch dann anspricht. Warum? Weil er nicht interessiert war, weil er keine Lust hatte oder weil es für ihn in dem Moment langweilig war, weil er sich als Charakter nicht angespielt gefühlt hat oder ähnliches. Ne? Aber vorsichtig mit Vorwürfen an der Stelle, ne? Weil wir wissen, in dem Moment, wo wir den Mitspieler oder die Mitspielerin am Tisch sehen, mit dem Handy spielen, wissen wir nicht, warum. Ne? Und erstmal zu sagen, du bist hier abwesend von, ne? Also das ist ja ein Vorwurf, ne? Also vorsichtig. Nein, um Gottes Willen nicht. Ich spreche nicht von Vorwürfen, sondern einfach ansprechen, so, was ist los? Was ist los? Einfach, also es soll kein Vorwurf, du spielst jetzt nicht richtig mit. Vielleicht sucht er ja gerade irgendwas, weiß ich, keine Ahnung. Also es hat alles seinen Grund. Deswegen einfach als Gruppe reden und einfach immer hinterfragen. Erstmal die Meinung des anderen dazu hören. Ne? Miteinander reden ist im Rollenspiel immer die beste Sache. Ja. Ich habe jetzt nochmal den Blick auf die Uhr. Ich nerv euch damit, ich weiß das, aber wir sind jetzt schon weit über unserer Zeit und ich würde einfach vorschlagen, wir retten einige Dinge, über die man noch sprechen könnte. Marot hat ja eben schon ein paar Sachen angetriggert. Retten wir in eine weitere Runde, die dann irgendwann erscheinen wird, wo wir uns den Marot nochmal krallen und dann nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Und ich würde sagen, aber für heute machen wir nochmal so eine ganz ganz kurze Abschlussrunde und vielleicht einfach mal, damit es schön endet, irgendwie eine kleine Anekdote von euch aus euren Spielrunden. Was war für euch der immersivste Moment, an den ihr euch erinnern könnt? So ganz spontan geklickt, wo er gesagt hat, so wow. Ich hatte einige und ich müsste so über manche, die gerade weit hinten zurückliegen, ein bisschen nachdenken. Aber ich hatte tatsächlich erst vor kurzem so einen ganz kurzen Moment, aber als Spieler. Da hat der Spielleiter plötzlich in Aventurien, in DSA, auf eine gewisse Puppe zurückgegriffen, diese so ins Spiel gebracht und so dargestellt und die ganze Gruppe hat sich da reinversetzt und alle waren so bei dieser Puppe dabei und bei mir entstand so dieses Gänsehaut-Feeling, weil mein Charakter mit dieser Puppe plötzlich interagiert hat und dadurch entstand so ein Spiel aus, ich betrachte die Puppe und dann wurde das dargestellt und dann habe ich mich so reinversetzt in die Rolle und habe auf diese Puppe reagiert und die hat irgendwie zurückreagiert. Das war sehr intensiv in dem Moment, weil sich das so einfach tatsächlich zufällig, sagte der Spielleiter, das war so ein Moment, den er genutzt hat, weil mein Charakter sich diese Puppe dann so angeguckt hat, um das so ein bisschen zu vertiefen. Ja, das war ja so die Interaktion eben, so zwischen den beiden, die sich so hochgeschaukelt hatte. Ja, ich muss jetzt sehr tief nachdenken, weil da gibt es sehr, sehr viele immersive Momente und die jetzt zu beschreiben. Der, den ich mir jetzt rausgesucht habe, ist ein bisschen gecheatet, weil er eine halbe Lab ist. Ich weiß nicht, ob jemand, aber das kann man ja auch googeln, das Spiel Tuath kennt. Und das ist so ein Spiel, da hat man so einen Jenga-Turm und den zieht man. Und wenn der Jenga-Turm beim Ziehen fällt, ist man tot. Und man zieht immer dann, wenn man irgendetwas erreichen will, was jetzt nicht automatisch gelingt. Also statt zu würfeln, zieht man diesen Jenga-Turm. Und normalerweise ist es auch am Tisch gespielt und ist ein normales Rollenspiel ohne Würfel, halt nur mit dem Jenga-Turm. Aber bei Skaza Cool, auf der Drachenzwinge Con war das damals noch, 2019, der macht es auch so ein bisschen mit Bewegung, da laufen wir dann rum. Also da ist dann natürlich sehr viel Immersion schon automatisch drin. Sitzt in kein Lab, weil keine Kostüme und nix, aber so ein bisschen Bewegung ist drin. Und da, ich kann kein Jenga spielen, so überhaupt nicht. Und es war klar, ich habe dann gezogen und ich war dann relativ früh, war der Turm schon relativ hoch und ich habe so einen Punker gespielt. Und der war verliebt in die Gastgeberin. Und da wollte ich noch so viel ausspielen und hatte so viel, oh, was ich da alles noch machen will jetzt an diesem Spielabend. Und dann ziehe ich diesen Stein und eine Regel ist, man darf nicht mit der anderen Hand den Stein berühren. Und dann habe ich den Stein in meine andere Hand gelegt und dann hieß es, ja, du bist tot. Und dann war mein Charakter tot, also er starb in dem Moment. Und es hieß aber, okay, du darfst die Szene jetzt noch spielen. Und dann
ich habe eine halbe Stunde gespielt und der Abend ging jetzt noch 3 Stunden. Und da war für mich so, oh, also ich bin wirklich innerlich gestorben in dem Moment. Und dachte mir, das spiele ich jetzt aus. Ich hau jetzt alles raus. Und dann habe ich diesen Charakter innerhalb, also ich hatte noch 1 Minute Spiel quasi. Und danach habe ich 3 Tage nicht mehr sprechen können, weil ich wirklich heiser war, weil ich so extrem mich in die Rolle reingedacht habe und da so eskaliert bin. Ja, das werde ich tatsächlich so schnell nicht vergessen. Jetzt sind wir alle gespannt auf Mischka. Ja, ich bin ja so bekannt für mein extrem gutes Gedächtnis. Aber wie Marot das eben schon sagt, es sind so viele Szenen. Ich würde da eine Kategorie von meinen liebsten Momenten zählen. Und das ist eigentlich genau das, was ich eben schon erwähnt habe. Das ist, wenn Runden von mir Gasthäuser betreten und auch darauf eingehen. Also ich merke immersiv, macht es denen Spaß, dieses Essen zu bestellen, zu beschreiben und so weiter und so fort. Warum auch immer, an meinem Körperbau sieht man auch gerne, ich koche und esse gerne. Das ist sowas, was macht mir unglaublich viel Spaß. Und ja, muss man schon fast sagen, das sind meine liebsten Momente, Cesare und Zarella, wenn die sich bekochen, begessen, wie man es auch nennen will, sich da interagieren. Definitiv. Also für alle, die das nicht kennen, das sind ein Spielercharakter von mir, den ich in deiner Runde spiele, und ein NPC, nämlich seine Frau, die sich gegenseitig, beide auch etwas beleibter, gegenseitig immer. Die Bäckerin ist und er isst gerne. Also ja, genau, ja. Toll. Das ehrt mich ein bisschen, Dankeschön. Und dann schließe ich mal ab. Der Esel hat angefangen, der Esel beendet das Ganze auch. Meine allerimmersivste Szenerie könnt ihr auf meinem Kanal auch miterleben. Das war ein Wettrennen, ganz klassisch nach Winnetou 1 Manier, könnte man sagen, im Kanu über einen Fluss, also ein Wettrennen um eine große Liebe. Also der Mann, der das Kanu-Rennen gewinnt, der bekommt die Frau am Ende. Und also es ging um einen Spieler, der mitgemacht hat. Ich habe den NPC verkörpert, der Rivale, und eine Spielerin war halt die Herzdame, um die es ging. Und da sind alle sowas von mitgegangen, und ich bin halt als ich die letzten Würfelwurf dann geworfen habe, um herauszukriegen, wer denn jetzt seine Hand als erstes an den Totempfahl schlägt, um damit zu gewinnen. Da bin ich fast vom Stuhl gekippt, weil es mich so mitgerissen hat. Und das war meine immersivste Runde. Ja. Gut, aber Immersion, wie wir gemerkt haben, ist ein langes, ausschweifendes Thema. Und wir könnten das Ganze vielleicht, wir können einen eigenen Immersion-Podcast machen oder so. falls ihr da draußen irgendwie Ideen, Fragen oder Anregungen zu dem Thema habt, immer her damit. Wir nehmen das alles gerne auf und verwursten es dann in einer weiteren Folge, wann auch immer die jetzt erscheinen wird. Wir haben ja ein bisschen Vorplanung schon. Also es wird ein bisschen dauern, bis dann wir den zweiten Teil haben. Also habt ihr genug Zeit, um uns noch euer Feedback mitzugeben. Aber wir verlassen diese Runde nicht, bevor wir noch ein bisschen Werbung gemacht haben für unseren Gast, nämlich den Marot. Ne? Also wenn wir den hier schon einladen und er so uns was Schönes über Immersion erzählt, dann darfst du jetzt auch nochmal natürlich ein bisschen Werbung machen für das, was du denn da rollenspieltechnisch betreibst und wo man dich findet und wie man mit dir interagieren kann, falls die Leute das möchten, und was man da erleben kann. Für die dich nicht kennen. Dankeschön. Ich bin ja nicht der Einzige mit Kanälen hier, ne? So ist es ja nicht. Ja, danke. Also was ich mache, ist immersives Rollenspiel. Ich glaube, das hat man so ein bisschen rausgehört. Ich habe ein Rollenspielsystem entwickelt, das nennt sich Cinema, das ich dafür entwickelt habe, Rollenhörspiele, so wie ich es nenne, zu machen. Und das sind letztlich Hörspiele, die live jetzt online in diesem Fall, aber könnte man auch am Tisch machen, gespielt werden, und die dann so ein bisschen geschnitten werden, weil da entstehen so Pausen im Online-Rollenspiel, die müssen raus, weil sonst ist es unerträglich, sich das anzuhören, wenn man kein Bild hat. Ja, wenn man ein Bild hat, ist das überhaupt kein Problem. Also hier die Streamer hier, das ist ja gar kein Ding, weil man sieht die Leute. Aber wenn man es nur hört, finde ich es besser, wenn es ein bisschen geschnitten ist. Und da sind immer diese
Redepausen raus. Und das ist das Einzige. Also ich veröffentliche auf rollenhörspiel.de diese Rollenhörspiele sowie auch meine Rollenspiele, die ich entwickle. Ja. Unter anderem auch Cinema. Und man kann mich auf Twitter antreffen, man kann mich da jederzeit anschreiben und aber natürlich auch über die Seite. Und man kann mich auf der Drachenzwinge finden, wo ich die meisten meiner Runden ausschreibe und wo auch jeder mitspielen kann, der ein Mikrofon hat, das man einigermaßen versteht. Ja, und sonst freue ich mich auf jeden. Du hast, glaube ich, auch aktuell eine DSA-Kampagne als Rollenhörspiel. Absolut, die Borberat-Kampagne. Ich suche mir, wenn, dann natürlich gleich das größte Haus, was geht. Ich mache keine halben Sachen. Was ein bisschen gewagt ist, weil ich wirklich keine Ahnung von DSA habe. Aber ich lerne jetzt quasi durch Learning by Doing. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja. Und das ist eine für mich sehr spannende Erfahrung, sagen wir es mal so. Und Teil 3, also Albtraum ohne Ende, ist gerade am Laufen. Die anderen, ich bin aber auch schon am Weiteraufnehmen und ja, ich hoffe, bis Ende nächsten Jahres spätestens komplett fertig zu sein, weil ich nicht länger als 24 Sitzungen brauchen will. Oha, also für Albtraum ohne Ende oder für das Ganze? Für Albtraum ohne Ende habe ich eine Sitzung mit 8 Stunden gebraucht. Und insgesamt sind es 6 Stunden Aufnahme. Spannend, spannend. Also falls euch das interessiert, rollenhörspiel.de, ne? Oder Rollenhörspiel. Die Borberat-Kampagne in 24 Sessions, ja? Hat was. Falls ihr irgendwie Links sucht auf YouTube, wenn ihr das hier auf YouTube hinkriegt, findet ihr in der Videobeschreibung unten drunter alles zum Anklicken. Auch die Kanäle von Mischka und von Juli Karls natürlich. Und wenn ihr das hier als Podcast verfolgt, ich versuche es in die Beschreibung irgendwie reinzuwursteln, dass es nicht irgendwo untergeht. Das ist bei Podcasts ja manchmal so ein bisschen tricky mit den Beschreibungen. Ihr findet den Marot und uns andere schon, wenn ihr da Interesse dran habt. Ansonsten einfach mal auf YouTube stöbern und dann da die Videobeschreibung zum Anklicken benutzen. Ja. Vielen, vielen Dank an euch drei, dass ihr so cool mit mir gequatscht habt über Immersion. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß. Wir haben fast 1,5 Stunden jetzt gequatscht miteinander und wir könnten noch viel, viel mehr Zeit füllen. Danke, danke und wir sehen uns hoffentlich bald wieder und quatschen noch eine Runde weiter. Macht's gut. Dankeschön. Tschüss. Neulich in Aventurien. Tschüss.